Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bastle ich gemeinsam mit euch diese Box zur Aufbewahrung eurer Washi-Tapes. Ihr braucht dafür nur zwei Bögen, Fotokarton in DIN A3 und Motivkarton eurer Wahl. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Kreativ bunt. Entstanden ist die Idee während dem Aufräumen meines Bastelzimmers. Abgesehen von dem neu gekauften Washi-Tape hier von Action und Chibo hatte ich bis jetzt zwei durchsichtige Boxen zur Aufbewahrung. Allerdings fand ich diese weder besonders hübsch noch sonderlich platzsparend später im Regal. Den ersten Fotokarton in DIN A3 falte ich an allen vier Seiten jeweils bei 6 cm vom Rand entfernt. Aus den vier Ecken, die sich daraus ergeben, schneide ich mit der Schere Klebelaschen. Dazu schneide ich sie an der längeren Seite bis zur Falz bei 6 cm ein und schräge die Kanten etwas ab. Die Klebelaschen versehe ich mit doppelseitigem Klebeband. Natürlich könnt ihr auch ganz normal den Bastelkleber eurer Wahl verwenden. Ich verwende einfach am liebsten doppelseitiges Klebeband. Und im nächsten Schritt falze ich das Ganze nochmal und klebe dann das Ganze zu dem Boden einer großen Schachtel zusammen. Dann könnt ihr den Boden von außen und innen nach euren Wünschen dekorieren. Ich habe jetzt einfach Designpapier genommen. Einzig der innere Boden bleibt noch frei für die spätere Halterung des Washi-Tapes. Und um die Größe der Halterung abzumessen, legt ihr einmal das Washi-Tape in die Box, wie ihr es später auch einsortieren möchtet. Und dann messt ihr von jeder Reihe aus, wie groß der Durchmesser des größten Washi-Tapes in der Reihe ist. Die Halterung besteht aus zwei stabilen Motivkartons, die in der Breite etwas schmaler sind als der Boden, sodass es später gut in die Schachtel hineinpasst. Den Karton falzt ihr nun so, dass immer nach den jeweiligen Größen, die ihr zuvor abgemessen habt, ein Steg von 2 cm Höhe entsteht. Also falzt ihr erst die abgemessene Größe, dann 2x2 cm, dann die nächste abgemessene Größe, wieder 2x2 cm und so weiter. Wenn das erste Papier zu Ende ist, nehmt ihr mit etwas Überlappung das zweite Papier und falzt dort weiter. Zieht dabei die Falzlinien dann mit dem Falz nach und klebt die Stege zusammen. Wenn ihr damit fertig seid, befestigt ihr die komplette Halterung auf der Innenseite des Bodens. Da wir jetzt alle wieder wach sind, gehen wir jetzt zu dem Deckel der Box. Der Deckel der Box funktioniert genauso wie der Boden der Box, nur dass wir diesmal nicht 6 cm vom Rand entfernt falzen, sondern nur so 5,8 bis 5,9 cm. Das heißt, der Deckel ist minimal größer als der Boden, sodass er später über den Boden gestülpt werden kann. Den Deckel könnt ihr natürlich auch nach euren Vorstellungen dekorieren. Ich bin jetzt hingegangen, habe überall Designpapier verwendet, außer obendrauf. Obendrauf habe ich einfach ein Stück weißen Cardstock benutzt und auf dem habe ich dann ganz viele meiner Washi-Tapes aufgeklebt. An der vorderen Front habe ich noch Washi-Tape draufgeschrieben und mit Washi-Tape auch befestigt. Das dient einfach bei Organisation meiner Schachteln im Regal, damit ich das direkt auf einen Blick sehen kann. Das war's nun auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin findet ihr uns natürlich auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Pinterest und natürlich auf unserer Seite auf kreativbunt.de. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!